Plätze. Ich würde gerne den Damen und Herren, die zu Hause sitzen und dieses Konzert über den Livestream verfolgen, einen kurzen Einführungstext vorlesen, den Sie alle hier in der Kirche in den Händen halten, aber eben die Menschen zu Hause nicht. Schon seit seiner frühesten Beschäftigung mit Musik haben Lutz Werner Hesse Gongs fasziniert. Das eigenartige klangliche Verhalten der Gongs, der Ton beginnt nach dem Anschlag sich zu entfalten und verklingt extrem langsam, und die körperlich wirklich spürbaren Schwingungen waren für ihn eine ganz ungewöhnliche Erfahrung. Die unmittelbare Anregung zur Komposition des Werkes Vita di San Francesco erhielt der Komponist im Sommer 1992 bei einem Aufenthalt in der Stadt Assisi in Umbrien. Bei einem Besuch in der oberen Basilika von Assisi stieß er auf die Darstellung des Lebens des heiligen Franziskus in den Fresken von Giotto, des berühmtesten italienischen Malers der Frührenaissance. Zurück in Deutschland brachte er die Bilder, die ihn besonders beeindruckten, in einen dramaturgischen Ablauf. Als Partner für die Gongs wählte er die Orgel, da dieses Instrument mit diesen durch ihren kultischen Hintergrund einerseits verbunden ist, andererseits durch ihr ganz anders geartetes Klangverhalten aber in deutlichem Kontrast zu ihnen steht. Diesen Ausgangspunkt zu kennen, ist wichtig. Handelt es sich bei der Vita di San Francesco nicht um ein Werk mit dezidiert theologischer Aussage, sondern vielmehr um eines, bei dem die Suggestivkraft der Bilder auslösend gewirkt hat. In 11 Stationen wird das Leben des heiligen Franziskus von Assisi mit musikalischen Mitteln beschrieben. Heute Abend wird zwischen den einzelnen Stationen Lutz Werner Hesse selber Texte aus der Franziskus-Vita des heiligen Bonaventura vortragen. Und nun wünsche ich Ihnen einen anregenden Konzertabend. Erste Station, das Gebet des heiligen Franziskus in San Damiano. Als Franziskus vor dem Bild des Gekreuzigten betete, hörte er vom Kreuz her dreimal die Stimme, die da sagte: Franziskus, gehe hin und stelle mein Haus wieder her, das zerfällt, womit er die römische Kirche meinte.
Zweite Station. Die Lossagung vom leiblichen Vater. Als er dem Vater alles zurückgab und die Kleider ablegte, verzichtete er auf das väterliche Hab und Gut, indem er zu seinem Vater sagte: Jetzt kann ich vertrauensvoll sagen, Vater im Himmel, weil mich Petrus Bernardone verschmäht. Thank you.
Dritte Station. Der Papst sieht im Traum den heiligen Franziskus die wankende Lateranbasilika stützen. So sah der Papst in einem Traum die Lateranbasilika, die nahe dem Ruin war und die ein kleiner Mann hielt, nämlich der heilige Franziskus, indem er seine Schultern darunter schob, damit sie nicht nachgebe.
Vierte Station, die Ekstase des heiligen Franziskus. Als Franziskus einmal betete, hatten seine Brüder ihn so gesehen. Sein ganzer Körper war über der Erde erhoben, seine Arme ausgebreitet und eine glänzende Wolke umgab ihn. Thank you.
Fünfte Station: Die Vertreibung der Dämonen aus Arezzo. Über Arezzo sah Franziskus die Teufel. Zu seinem Gefährten sagte er: Tritt vor das Stadttor, befiehl im Namen Gottes Kraft des Gehorsams den Teufeln von dannen zu ziehen. So ging jener hin im Gehorsam und schrie. Die Dämonen verschwanden und Frieden kehrte ein.
Sechste Station. Der heilige Franziskus erscheint den Brüdern in Arles. Da predigte der heilige Franziskus in Arles aus dem Kapitel über das Kreuz. Franziskus, körperlich abwesend, erschien den Brüdern mit ausgebreiteten Armen und segnete sie so, wie Bruder Monaldus es sah. Alle Brüder fühlten sich mit außerordentlicher Tröstung erfüllt.
Siebte Station. Das Quellwunder des heiligen Franziskus. Da der heilige Franziskus wegen seiner Schwäche auf dem Esel eines armen Mannes zu dem Berg Laverna aufstieg, war der Mann durch Durst erschöpft. Mit der Kraft des Gebetes brachte Franziskus Wasser aus dem Felsen empor, das man weder vorher noch später sah. Thank you.
Achte Station. Die Weihnachtsfeier in Gretschow. Um das Fest der Geburt Christi zu feiern, ließ der heilige Franziskus eine Krippe bereiten, Heu herbeibringen und einen Esel und einen Ochsel dorthin führen. Er predigte von der Geburt des armen Königs, und zwar mit solcher Kraft, dass ein Ritter sah, dass der Heilige wirklich das Jesuskind in seinen Händen hielt.
Neunte Station: Die Stigmatisation des heiligen Franziskus. Da betete der heilige Franziskus am Abhang des Lavanberges. Er sieht Christus, den Gekreuzigten, in Gestalt eines Seraphs, der ihm in Hände und Füße und auch in die rechte Seite die Kreuzmale unseres Herrn Jesus Christus einprägte.
Zehnte Station. Der Tod des heiligen Franziskus. In der Stunde des Heimgangs des heiligen Franziskus sieht ein Mitbruder die Seele desselben nach Art eines leuchtenden Sterns in den Himmel ziehen. Thank you.
Elfte Station. Die Klarissen nehmen Abschied vom heiligen Franziskus. Die Volksmenge, die zusammengekommen war, trug mit Olivenzweigen und vielen Kerzenlichtern den mit himmlischen Edelsteinen, den Wundmalen gezierten heiligen Körper zur Stadt Assisi. Damit die heilige Clara und die anderen frommen Jungfrauen ihn sehen konnten, hielt man dort an. Thank you.